Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Hans, grüß dich. Ja, Georg. Wir sind da neidig im Schopach-Winki. Der vielschichtige Hans, der Bergbauer. Ja. Der singende Bergbauer und, aber heute ist das Thema ganz anders, ist mal leicht zum Erraten, der Geschichtenerzähler. Ja. Ja, ungefähr vor 10, 11 Jahren haben wir das Aufstiegsfest gehabt von der lebenswerten Gemeinde auf uns Alm. Da sind wir 20, 30 Leute benannt gewesen und der Silbergasser Alfred hat eine Geschichte erzählt oben. Und die Elisabeth Hafner, die Kindergärtnerin und Märchenerzählerin, ein Märchen. Und da haben wir zugelost und nachher geredet drüber. Da sagt der Georg, du, Hans, das war was für dich. Und dann sag ich, nein, ich, unvorstellbar gewesen für mich, so hinstehen und Geschichten oder Weisheitsmärchen erzählen. Und das habe ich dann niemals aus dem Kopf gebracht. Ich habe Märchen als Kind gern gelesen. Und habe dann viele Märchenfilme geschaut. Dann habe ich halt angefangen zu Brüder Grimm-Märchen wiederlesen, was ich kennt habe. Und dann habe ich angefangen, bei uns, bei den Gästen, in den Wohnungen, einmal eine Geschichte erzählen. Und da war ich so nervös. Mensch, Meier, war ich nervös. So geschwitzt habe ich. Aber es hat gut funktioniert. Nur weil ich am Anfang einen Fehler gemacht habe, dann, und ich gemerkt habe, wie die jetzt denken und mitgängen, habe ich dann nachinterpretiert. Und das darf ich nicht tun, weil jeder nimmt diese Geschichte oder dieses Märchen auf, je nach seiner Lebenserfahrung und wie es halt er momentan, was er momentan versteht oder was aufnehmen kann. Und das ist ganz unterschiedlich. Wenn du das nächste Mal wieder hörst, ist ganz was anderes, was für dich wichtig ist. So Geschichten generell, was haben die für einen Hintergrund? Früher hat man ja viel mehr Geschichten erzählt. Ja. Geschichten und Weisheitsgeschichten und Märchen sind eine große Lebenshilfe, können sein. Weil das hat man dann auch in der positiven Psychotherapie angewendet. Und über eine Geschichte oder ein Märchen einfach ganz anderer Zugang ist zu meiner Lebenssituation. Weil man dann merkt oder gespürt, so könnte es sein. Genau, weil da gibt es so viele Möglichkeiten, wo wir so beieinander sitzen, oft mit Freunden oder Gästen, und dann kommt ein Thema auf und dann fällt mir eine Geschichte ein, na, die muss ich jetzt erzählen. Zu einem Thema. Das ist ganz verschieden. Und ja, das ist sehr, wirkt dann sehr gut, weil dieses Thema oder dieses Problem in einer Geschichte erörtert wird und dann aufgelöst wird. Und das ist so wichtig. Mhm. Für Kinder, aber genauso für Erwachsene und genauso für die Regierenden oder die Kaiser. Früher hat es die Hofnarren gegeben. Und diese Hofnarren haben Sachen erzählen können, was andere gar nicht erzählen hat dürfen. Und dadurch ist dann der König oder der Kaiser oder dieser Herrscher draufgekommen, so wie ich es mache, das passt doch nicht. Mhm. Durch diese Geschichten. Also indirekt Wissen vermitteln eigentlich. Indirekt, ohne, genau. Nicht direkt gesagt. Mhm. Gell? Und da gibt es die Geschichte, ein Krug Wasser. Die erzähle ich jetzt so kurz. Gerne. Ein Herrscher in Bagdad, der war im 9. Jahrhundert, der hat gern Krieg geführt, war ein junger Mann und hat mit kleinen Kriegen sein Reich vergrößert. Eines Tages ist auf seinen Thron ein junger Mann hergekommen und hat sich draufgesetzt, das war verboten. Der wird obergerissen und auspeitscht worden. Und der liegt am Boden und hört nicht mehr auf zum Schreien. Der Kalif von Bagdad, der was ja das sein Thron war, hört das und kommt dann und fragt den, hört die Geschichte, was da war.
Na Franka, wieso schreist du noch so? So lang? Dann steht er auf und sagt, ich weine nicht so lang wegen mir, sondern wegen dir. Dann sagt er, spinnst du, wieso wegen mir? Ich bin nur einige Sekunden drauf gesessen, bin schon ausgepeitscht worden. Du sitzt schon jahrelang, stundenlang drauf, dir wird es einmal ganz schlimmer gehen. Und dann hat er nachgedacht und hat diesen jungen Mann gebeten, bleib bei mir. Er hat gewusst, dieser junge Mann hat so Weisheiten in sich und den kann ich was lernen. Und er wurde tatsächlich sein Freund und Helfer. Und eines Tages hat er ihn wieder Krieg geführt und am Rande der Wüste haben sie ein Lager gehabt. Und dort ist er aber wieder zurückgekommen auf Nacht, der Kalif, nach dem Kampf. Und sein Freund hat gewartet mit einem Wasserkrug und der hat so einen Durst gehabt und hat den Krug ausgetrunken. Dann sagt er, darf ich dich was fragen? Ja. Was würdest du mir geben, wenn wir in der Wüste sind? Und du verdurstet und ich weiß eine Quelle und du überlebst dadurch. Was würde ich von dir bekommen? Mein halbes Reich, sagt er sofort, ohne zu überlegen. Dann gingen sie wieder eine, trinken noch einen Tee und unterhalten sie. Dann, wenn man viel trinkt, muss man auch wieder Wasser loslassen. Gingen sie hinter eine Sanddüne, dann sagt er wieder, darf ich dich was fragen? Ja, freilich. Was würdest du mir geben, wenn du das Wasser lassen musst und so Schmerzen hast und es geht nicht und du weißt, du stirbst und ich hätte ein Kraut und dadurch wirst du gerettet? Sagt er, Kalif, mein halbes Reich will ich dir geben. Dann gingen sie wieder rein ins Zelt und unterhalten sie ein bisschen. Dann sagt er, Freund, ich kann dich nicht verstehen. So viele Väter verlieren ihre Söhne, so viele Frauen ihre Männer, weil du immer wieder dein Reich vergrößern wirst. Und heute hättest du dir dein ganzes Reich übergeben, weil ich dir zweimal das Leben gerettet hätte. Mir würde dieses Reich groß genug sein. Ich bräuchte nicht mehr. Der Kalif geht ins Bett und kann die ganze Nacht nicht schlafen. Und am Morgen verkündet er, wir gehen nach Hause, wir machen Friedensverhandlungen. Und er wurde einer der beliebtesten Kalifen seiner Zeit. Durch das hat es so gearbeitet in ihm, ist ihm bewusst worden, was er verschwor. Ja, Hans, eine Frage, noch, die mir jetzt gekommen ist. Du hast ja dann gesagt, du magst diese Geschichtenerzählung. Und zuerst hast du gesagt, nein, ich nicht. Jetzt sind ja viele in so Situationen, wo sie gern was taten, aber nie dann, weil viel dagegen spricht und der Verstand und kann ich nicht, mag ich nicht, alle Sachen. Ja. Und am Lebensende sitzt du dann vielleicht da und sagst, ah, die Chance hätte ich gehabt. Was war für dich dann entscheidend? Dass du gesagt hast, jetzt tue ich einfach einmal, weil der Weg entsteht im Gehen und du hast einfach einmal gemacht. Was war, kannst du das beschreiben, was dann entscheidend war, dass du dran geblieben bist oder reingegangen bist? Ja, doch, weil mich diese Geschichten also so fasziniert haben. Ich habe dann Bücher gekauft von der Frau Wolle, ist die Karin Zoll, eine hauptberufliche Märchenerzählerin in Tirol. Die habe ich schon mal getroffen, habe schon mal zugehört. Dann habe ich einen Kurs gemacht beim Steiner Max. Zweimal an oben und dann, weil einfach mit diesen Geschichten und Erzählungen, egal ob es Kinder sind oder Erwachsene, man kann so viel vermitteln, so viel weiterhelfen. Die Lebenssituationen sind immer mal schwierig, mal wieder leichter und dass das Gefühl kriegt, war so kann man das lösen. Ja, und ich weiß ja bei euch, bei den Gästen, dass das wirklich beliebt ist. Dass ja. Es geht ja nicht um die Perfektion per se, sondern einfach, dass er Gaudi ist, dass Spaß macht, dass du was vermittelst. Und ich habe so ganz schöne Rückmeldungen auch für die Gäste dazu. Sehr gut. Wir machen den Sommer Lagerfeuer, wenn es möglich ist. Da werden Märchen erzählt und sonst in der Wohnung. Und die Kinder, wenn sie kommen, fragen schon, Bau Hans, hast du wieder neue Märchen oder Geschichten? Ja, freilich. Und wann Gäste kommen aus? Zum Holländer oder aus Venezuela haben wir schon Gäste gehabt, aus Thailand. Dann schaue ich im Internet thailändische Märchen, ein kleines, und erzähle es.
oder ein holländisches Märchen, die Frau von Stavoyen. Und dann sind sie ganz überrascht, schau, das kennen wir gar nicht. Und so eine Weisheit dahinter. Und das ist so schön. Gut. Das glaube ich für dich auch lernen, oder? Man reflektiert ja, selber viel. Freilich, ungefähr 60, was ich jetzt mal gelernt habe und lerne halt immer weiter. Und ja, es ist so schön, weil man auch mit Enkelkindern und so was so zulassen und wollen sie immer das Gleiche hören und dann, aber man nimmt es ja nicht wortwörtlich. Lernt man es ja nicht. Ja. Es wird immer ein bisschen anders und dann sagen, nein, Opa, jetzt mir es anders gesagt. Ja. Aber das ist auch schön, gell? Interessant. Ja, schön. Nein, ihr seid eine tolle Familie, Enkel, Kinder. Ja, Hans, du schönen Dank. Ich würde sagen, abschließend, vielleicht magst du uns noch ein Märchen erzählen am Schluss. Ein kurzes heute. Und das ist also ganz eine Geschichte, die hat sich schon zutragen, vor 2000 Jahren ungefähr. Wann endet die Nacht? Es hat immer weise Männer und Frauen gegeben, die ihre Weisheiten an Schüler, Jugendliche weitergegeben haben. Und so ein weiser Mann hat auch unterrichtet und hat aber in der Nacht oft meditiert. Die ganze Nacht ist er auf dem Boden gehockt, hat sich eine Kerze angezündet, hat nachgedacht über den Sinn des Lebens, wie kann ich besser machen, wie kann ich positiv für die Leute was bewegen. Und manchmal hat er einen Kreis von Schülerinnen und Schülern um ihn gehabt. Und wenn die Kerze schon ziemlich abbrennt ist, die ersten Vögel singen, dann weiß man, die Nacht ist bald vorbei und es wird dann hell. Dann schaut er so im Kreis einmal um und sieht drei erwidernde Blick noch. Die anderen haben schon geschlafen. Dann fragt er ganz leise, was glaubt ihr? Wann endet die Nacht für uns Menschen? Und der Tag beginnt. Der erste junge Bursche sagt gleich, wenn ich nach unten schaue und ich kann einen Fuchs von einem Wolf unterscheiden, dann ist die Nacht vorbei. Der zweite überlegt noch kurz und sagt, ja, wenn ich nach oben schaue und ich kann eine Buche von einem Ahornbaum unterscheiden, dann sage ich, dann ist die Nacht sicher vorbei. Der dritte, der überlegt kurz und denkt sich, besser kann ich es auch nicht sagen. Und sagt, fragt den Meister, was sagst du? Wann beginnt der Tag für uns Menschen? Der macht einen Schnaufer, einen Seufzer und sagt, wenn alle Menschen verstehen, die Liebe ist das Größte, die Eigenliebe und die Liebe zum Nächsten. Dann gibt es keinen Krieg mehr, keinen Hass mehr, keine Trauer. Wenn alle Menschen verstehen, wir müssen bewusst gemeinsam leben, dann ist die Nacht vorbei. Es wird noch dauern.